Nicht ernsthaft. Striptease! Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid Andrastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilgerin. Er hat euch der heiligen Asche. Kriege ich jetzt meine Klamotten bitte wieder? Dankeschön. Da ist... Die brennt sogar noch. Ah, ne. Ist einfach nur ein Feuerchen an der Hand. Eigentlich ist das ja... Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Andrastes letzte Ruhestätte finden könnte. Aber jetzt liegt sie vor uns. Ich bin ja sowas von in Ehrfurcht erstarrt. Es gibt keine größere Ehre, als hier zu sein. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Das sind die sterblichen Überreste von Andraste, Prophetin und Braut des Erbauers. Eine Prise der Asche nehmen. So. So, und jetzt die Urne unangetastet lassen. Puh. Halleluja. War klar, dass hier wieder natürlich, oh. Glückliche ja. Abenteurer. Dämonenamulett. Ja, ne, das ist gar nicht schlecht. Hätte ich nur ein bisschen mehr Platz. Alistair, wie schaut's denn bei dir aus? Genau, falsch rum. Okay, aber das ist wesentlich mit besseren Effekten ausgestattet. Habe ich schon erwähnt, dass es mich wirklich nervt, dass man hier für alles und jeden einen scheiß Schurken dabei haben muss. Aber ich glaube, das muss ich ja nicht erzählen. Da habe ich schon genug rumgemeckert für. Das ist mir jetzt egal. So. Ah, guckste Drache, wa? Kennst du mich noch? Ich bin der Typ, der dir den Arsch versohlt hat. Aber nicht nur irgendwie, sondern richtig. Wuhu. Ah, Alistair ist Level Up. So, was kann ich ihm denn geben? Was ihr haben musst. Schildkenntnis. Das ist eine passive. Durch die Erfahrung, die der Charakter im Kampf mit dem Schild gesammelt hat, sind bestimmte seiner Fähigkeiten effizienter geworden. Bei Schildverteidigung steigt die steigt sein Verteidigungsbonus, während er bei Einsatz von Schildwall immun gegen direkte Niederschläge ist. Sturmangriff. Der Charakter greift ein Ziel schnell hintereinander viermal an, verursacht dabei allerdings bei Treffern nicht den vollen Schaden, verfügt der Charakter über Schildbeherrschung, steigt der Schaden mit jedem Treffer. Ach so. Ja, das habe ich noch nicht. Dann belassen wir es mal dabei. Boah. Aber dass die Ruinen niemand gesehen hat, aber gut, wenn da so ein undankbarer Kult ist, der sagt, verzieh dich mal. Und du da als klein halbwüchsiger Ritter oder was weiß ich, ohne viel Freunde und so ankommst, kann ich verstehen, dass sie da schon ein bisschen Bammel hatten. Aber na gut, ich hab die Asche, was soll's? Jetzt können wir Al-Imen wiederbeleben. Oder zurückholen. Hier haben wir ja alles und jeden gekillt. So, wie es sein sollte.
haben wir unseren ersten... Wir haben auch in dieser Folge unseren ersten Drachen gekillt, fällt mir mal gerade auf. Obwohl wir schon zwei Drachen begegnet sind. Allerdings hat uns der eine direkt mal richtig in den Arsch getreten. Also Flemmes hat ordentlich Bums unter der Haube. Für eine alte Dame. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie man hier unten nur mit Rüstung laufen kann, verstehe ich auch nicht. Boah. Hiha. Ich schwitze dich ja kaputt. Ladadi. Eine Schnellreisefunktion wäre schön gewesen. Moment, bin ich falsch gelatscht? Ich bin falsch gelatscht. Aber hier könnte noch irgendwas Interessantes... Mein Inventar ist ja sowieso voll, wa? Nee, komm. Ich habe jetzt keine Lust mehr, gegen Kultis zu kämpfen. Sollen die sich irgendwo schön in der Ecke verkriechen? Ich habe keine Lust mehr auf die. Ich habe, was ich wollte, und jetzt verpiesel ich mich hier. So. Geh ich da lang. So. Warum sollte ich mir noch die Hände schmutzig machen, wenn ich sowieso schon alles habe? Okay, es ruckelt wieder ein bisschen. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen aufpassen müssen. Kultplünderer. Tja, hat sich ausgeplündert, wa? Richtig dicker Dungeon. Könnten uns hier eigentlich ein Ei mitnehmen. Bisschen Rührei. Ein gigantisches Omelett. Das wär's noch. Ey. Da kannst du dann aber sicher für eine Woche gut kein Ei mehr essen. Ey. So viel wie du dazu, die ich nimmst. Ey. Eiweißübertreibung. Oh, diese Höhle ist ja groß, ey. Okay, da kommen wir raus. Halleluja. Wir haben es geschafft. Oh, hat aber auch echt viel Zeit gefressen, diese Höhle mit den Kultanhängern. Die hatten sich hier echt eine gut stabile Verteidigung einfallen lassen. Verfallener Tempel, Gebietsdurchquerung. Oh, ja. Bin ich müde. Oh. Entschuldigung, aber ja, ein bisschen wenig Schlaf in letzter Zeit bekommen. Naja. Man hat ja nicht sonst so viel zu tun. So. Das Beste wäre es ja jetzt, wenn ich die heilige Asche aus irgendeinem Grund jetzt nicht im Inventar habe. Dann darf ich den ganzen Scheißweg nochmal zurücklatschen. Ich guck nochmal ganz kurz. Nicht, dass ich dann da zurücklatschen muss. Verderbnis. Aal von Redcliffe. Du hast die Urne der heiligen Asche gefunden, benutze sie, um Aal-Emin zu heilen. Okay. Scheint so, als ob ich dieses Zeug doch mitgenommen hätte. Obwohl ich mich immer noch frag, wie Asche einheilen kann, aber gut. Wir sind wieder am Ausgangspunkt. Vielleicht sehen wir ja Bruder Genitivi noch. Vielleicht auch nicht. Boah. Die ganze Zeit hier nochmal im Schnelldurchlauf zurückgegangen. Bruder Genitivi? Da ist er wieder. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Ja. Ist das... Oh, da ist Staub auf... Nein, das ist kein Staub. Oh, Erbauer, ich bin nicht würdig, das zu sehen. Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt.
zermürbend. Es gab viele Prüfungen. Prüfungen? Interessant. Höchst interessant. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Weshalb wir sollten das Geheimnis für uns behalten? Das ist unklug. Viele würden versuchen, daraus Vorteile zu schlagen. Die Urne sollte mit der ganzen Welt geteilt werden, das ist schon richtig, aber da gibt's dann auch wieder so Sieg. Na komm. Und wie üblich werden am Ende die Reichen und Mächtigen ihren Nutzen aus ihr ziehen. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Na, da lohnt es sich doch, nach Denerim zu gehen. Schon allein für das magische Wort Artefakte. Fällt ja gar nicht auf. Das sind ganz pupsnormale Wände. Schloss Redcliff. Ach, scheiße, ich hätte vielleicht zuerst, Na gut, komm. Wir sind jetzt einmal hier, da passt das schon. Al-Imen! Mittlerweile haben sie hier auch hoffentlich mal aufgeräumt. Nein, Knochen liegen immer noch hier. Aber es sieht schon...